Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Golden Sun mit mir, Dragonfunk. Und oh mein Gott, Golden Sun. Also, das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich es spiele. Und das zweite Mal, dass ich es Let's Playe. Nur ihr werdet das nicht auf meinem Kanal finden, da ich damals schon mal Let's Plays gemacht habe unter demselben Namen. Beziehungsweise, da hieß ich Dragonfunk 7. Hieß ich hier auch eine Weile, aber dann habe ich das 7 mal weggemacht. Und jetzt heiße ich einfach nur Dragonfunk. Und auf jeden Fall habe ich es damals schon mal Let's Played. War eine schöne Zeit, war auch ein gutes Let's Play. Leider habe ich meinen ganzen Kanal gelöscht, plus alle Videos, die da drauf waren. Deswegen gibt es das Let's Play nicht mehr. Und ich habe Bock, wieder Golden Sun zu spielen. Das letzte Mal ist es nämlich 6 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Es gibt Let's Play schon über 6 Jahre. Das glaube ich fast selber nicht. Ich habe nicht direkt am Anfang angefangen, wo alle mit Let's Play, also wo die ersten Let's Plays angefangen haben, so ein bisschen später. Aber ich war quasi mit dabei als Zuschauer, als die ersten Let's Plays so angefangen haben. Da habe ich sehr viel True MG und Funk Royale geschaut. Die anderen waren mir eigentlich sehr egal. Und dann ist das explodiert und jetzt kann man damit Geld verdienen mit der ganzen Scheiße. Außer ich, weil ich noch ein kleiner Kacknoob bin, der keine Zuschauer hat. Nur so. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich Bock auf das Spiel und ich muss aber vorher noch was sagen. Man kann es hier nicht so genau erkennen. Wenn man sich darauf konzentriert und das weiß, dann merkt man es. Das Spiel ist nicht ganz knackig scharf. Das liegt daran, dass ich tatsächlich das Original aufnehme. Ich habe einen Game Boy Player an einen GameCube angeschlossen und da habe ich Golden Sun drinne und mit einem SCART-Kabel geht das vom GameCube zu einem Konverter und von dem Konverter geht es mit einem HDMI-Kabel zu meinem PC, zu meiner Elgato und so nehme ich es auf. Und zusätzlich, weil der Konverter richtig scheiße ist, also audiotechnisch, das Bild ist so gut, wie ich es nur hinkriegen kann. Ich müsste ein anderes Kabel kaufen, aber das ist so teuer, da sind wir im dreistelligen Bereich und für ein Kabel, ne, mache ich nicht. Und da müsste ich auch einen Konverter kaufen. Ich weiß nicht, wie das Kabel heißt. Es ist dieses mit den 5 Dingern. Nicht, wie heißt nochmal das mit den 3 Dingern? Kinch. Was ist Kinch? Ja, ihr wisst, was ich meine. Eins von denen heißt bei den Kinch, glaube ich. Und auf jeden Fall das mit den 5 Dingern. 3x Farbe und zweimal Audio. Das Kabel. Das ist aber leider sehr teuer, deswegen muss ich auf SCART zurückgreifen. Und die Grafik ist so gut, wie es geht, aber es ist tatsächlich, weil ich vom Original GameCube aufnehme und vom Original Modul, ist die Grafik nicht so mega nice. Also es ist nicht so krass wie bei einem Emulator. Ich hätte es gern auf der Wii U gespielt, in der Virtual Console. Geht nicht, weil, beziehungsweise geht schon, aber auf Englisch. Und ich bin einfach mit der deutschen Version aufgewachsen und habe die jetzt öfters gespielt, dass ich einfach nicht ohne die deutsche Version, ich kann kein Let's Play machen auf Englisch. Außerdem müsste ich alles auf Englisch vorlesen und das für Let's Play nehme ich lieber immer die deutschen Versionen. Auf jeden Fall, das Spiel sieht gut aus. Es ist nur nicht so scharf wie auf einem Emulator oder sowas. Also da müsst ihr mit klarkommen. Ich habe extra das Bild ein bisschen kleiner gemacht, wie ihr hier seht. Und damit es nicht so krass gestreckt wird und so krass matschig ist. Also vergrößert wird, nicht gestreckt. Jetzt habe ich 5 Minuten fast gelabert. Fangen wir mal an. Ich nehme mich Isaac, weil ich nämlich immer in Rollenspielen so wie die Leute da heißen. Ja, Isaac. Also nix Dragonfunk oder sonst was, sondern Isaac. Dragonfunk wird da glaube ich gar nicht reinpassen. Dann wollen wir mal auf Ende drücken. Golden Sun. Und es fängt sofort an. Isaac, wach auf! Und ich werde die Stimme nicht verstellen. Wie in all meinen RPG-Spielen
Let's Plays, weil ich bin nicht so ein, ich kann mir die Stimmen nicht merken und nach einer Zeit werden sie einfach komisch und deswegen lasse ich das auch und ich kann das auf Dauer einfach nicht. Ich bin hier kein, wie heißt das auf Deutsch? Voice Actor. Ich bin kein Voice Actor. Das ist nicht das deutsche Wort, aber das Bessere, das fällt mir gerade nicht ein. Bitte, mein Schatz, wach auf. Der Felsen vom Alifberg fällt ins Tal. Lass mich noch eine Minute schlafen. Komm schon, Isaac, wir müssen los, sofort. Isaac, du hast etwas vergessen. Fänger. Draußen schüttet es, du solltest nicht ohne deinen Mantel gehen. Die Welt geht unter, aber vergiss deine Jacke nicht. Okay. Hast du alles, was du brauchst? Nein. Es tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Du wirst leider darauf verzichten müssen. Ich hätte mich aber gern hier umgeschaut. Ich wusste, dass das nicht geht. Wie gesagt, ich habe das Spiel ein paar Mal durchgespielt. Ich glaube es müsste zwei... Ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt habe. Ich habe auch öfter angefangen. Deswegen ist der Anfang ein bisschen... der zieht sich ziemlich. Wenn man den öfter gespielt hat, ist das auch nicht so geil. Aber ich mach's halt fürs Let's Play. Isaac, Dora, schnell, der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Tatsächlich habe ich den zweiten Teil gar nicht so oft gespielt. Ich glaube nur einmal durch. Und den dritten Teil, den habe ich nicht mal durchgespielt, weil der einfach scheiße ist. Aber vielleicht will ich den auch noch Let's Playen. Ich weiß es auch nicht so genau. Den zweiten auf jeden Fall, da bin ich mir richtig sicher. Aber den dritten, ich weiß nicht, ob ich da so Lust habe. Und ich müsste eine Möglichkeit finden, den DS aufzunehmen. Also, das kann sich irgendwie noch... Ja, ich glaube, hofft nicht drauf. Kyle, glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Ich glaube nicht, zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Kommst du denn nicht mit? Ich muss dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Lass mich dir helfen, Kyle. Das ist zu gefährlich. Dora, bitte geh und kümmere dich um Isaac. Isaac ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen beim Weltuntergang. Ja, ist er. Kommst doch alleine zurück, oder? Isaac? Ja. Sagen wir mal ja. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn jemand Nein drückt. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig. Okay, Süden. Süden ist unten. Okay, das war eine lange Reise. Okay, ich habe schon mein Menü. Psy-Kräfte, keine, also beziehungsweise Psy-Energie. Isaac, Level 1, Erfahrung 0 und so weiter. Das ist unsere Items. Es gibt kein extra Ausrüstungsslot, also Ausrüstungsmenü, sondern man rüstet den Items aus und das ist nicht so geil. Und die Items sind begrenzt, also man kann, glaube ich, 15 Items tragen. Man kann manche stacken, so wie das Heilkraut hier. Aber man muss sehr viel rumschieben, weil jeder kann 15 Items tragen, beziehungsweise hat 15 Item-Slots. Und das wird halt voll die Formulei später, dass jeder die richtigen Sachen trägt. Ich schaue mich hier einfach mal um, weil ich bin hier, glaube ich, nie... Okay, auf A. Wieso ist auf A auch das Menü? Okay. Kann ich das irgendwie in den Einstellungen ändern? Oh, oh. Du sollst hier... Ich möchte gerne das Original Menüfarbe haben, aber ich habe das, glaube ich, schon verkackt. Ja, das lassen wir erstmal alles so. Okay. Ja, das war ja richtig viel und so, was man machen kann. Ich glaube hier bei den Büchern... Ja, ich glaube, ich brauche das nicht lesen, gerade wo die Welt untergeht und so. Dann beeilen wir uns mal und versuchen, zum Dorf zu kommen. Ich weiß, dass das hier nicht geht, aber ich mache es mal trotzdem. Oh nein, ein Felsen versperrt meinen Weg. Ich habe mich fast verhaspelt. Fast ist gut. Okay, hier ist niemand drin. Beklauen wir sie. Ja, okay. Nix da.
Okay, dann gehen wir mal hier in das Haus. Okay. Nix da. Okay, dann reden wir doch mal mit dieser Person hier. Isaac, was willst du? Ich versuche meine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Ja, tschüss. Du willst mich doch nicht etwa hier zurücklassen, Isaac, oder? Nein. Wenn mich jetzt ein Felsen erschlägt, verliere ich nicht nur meine Truhe, sondern auch mein Leben. Lass es einfach von hier verschwinden. Garrett gehört nun zum Team. Wir wissen gar nicht, wer Garrett ist. Das ist ein Freund von Isaac. Ja, hier dürfen wir nicht hin, glaube ich. Wir sollten nicht nach Norden gehen. So gelangen wir genau zum Alephberg. Oder Alephberg? Ich nenne ihn Alephberg, so habe ich ihn immer genannt. Zum Dorfplatz geht es da entlang. Wir müssen nach Süden. Süden. Okay, das hört sich aber nicht gut an. Ah, der Felsen, er fällt. Den Felsen fand ich schon immer hässlich. Ja, aber sie hatten ihn noch auf. Er ist zu schwer. Wir können ihn nicht länger aufhalten. Weil wird zerstört, wenn unsere Psy-Energie verbraucht ist. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Ja, ich höre mal auf und gucke mich ein bisschen um. Schnell, Jungs, lauf! Nur noch ein kleines Stück! Komm schon, Isaac, lauf! Der Felsen kommt! Ja, dann wollen wir mal. Ja, natürlich können wir hier wieder nicht lang. Wieso habt ihr das Dorf nicht einfach so strukturiert, also jetzt an die Entwickler gerichtet, die das bestimmt nicht gucken, wieso habt ihr das Dorf nicht so strukturiert, dass man gar nicht nach Süden kann erst? Beziehungsweise nur einen Weg gibt, der wird versperrt um Feierabend. An diesen Felsen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Jetzt haben wir einen, der alles kommentiert. Vorher ging alles locker flockig. Jetzt haben wir einen, der die ganze Zeit labert. Da ist einer. Tot. Steinschlag. Der Zaun. Überall Monster. Ich bin schwer verletzt. Glaubst du auch, dass ich sterben werde? Nein. Das ist schrecklich. Ich muss zurückbleiben und die Monster werden. Oh. Warte, das ist ja komisch. Ich bin ja gar nicht verletzt. Huch. Bin ich dumm. Aber die Sache mit den Monstern ist nicht gelogen. Seid vorsichtig auf eurem Weg zum Dorfplatz. Komischer Kauz. Das habe ich noch nie kapiert, die Szene. Szene. Okay, dann wollen wir hier mal runter. Und laufen in unseren ersten Kampf. Eine Beißmaus erscheint. Team von Isaac greift zuerst an. Das werde ich nicht immer vorlesen. Psy-Energie haben wir keine. Deswegen greifen wir einfach an. Und du hast auch keine Psy-Energie. Ich habe aber nachgeguckt, ob du irgendwie eine bessere Waffe hast oder sowas. Die hat, glaube ich, verteidigt. Auf jeden Fall hat sie nichts gemacht. Jetzt fängt die Musik erst richtig an. Oder auch nicht. Oder doch. Okay, du hast dieselben Sachen wie Isaac. Wie der Isaac. Ja, ich musste. Ja, der Witz. Das war nicht mal richtig delivered. Das war einfach nur so gesagt, aber ich musste den aus dem Weg räumen, damit wir nochmal weiter spielen können. Haha, Isaac, hahaha. Witzig. Komm, lass mir den Quatsch. Jetzt kommen die Kämpfe aber ein bisschen zu häufig. Dafür, dass es am Anfang total egal ist. Außer, dass wir, wenn wir verrecken, dass das nicht so gut ist. Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Ich bin nämlich am Anfang nie gestorben. Deswegen würde ich sagen, nee, bin ich falsch. Speichern. Okay. Zum Glück haben die GBA-Spiele keine batteriebetriebenen Speichersysteme mehr. Sondern, ja, toll, dass du mich hier so lang laufen lässt und dann doch hier mir so einen Stein legst. Also das Spiel, das speichert irgendwie anders. Es hat kein batteriebetriebenes Speichersystem mehr, so wie zum Beispiel Game Boy Spiele oder Super Nintendo Spiele.
Finde ich gut, denn deswegen kann ich noch speichern. Ich musste letztes Mal, ich glaube letztes Jahr habe ich das gemacht, habe ich alle meine Gameboy-Spiele die Batterie gewechselt. War voll pain in the ass. Und nein, mein Bruder. Und ohne zu löten, weil ich kein Lötgerät hatte. Deswegen habe ich alles mit Tesa 5 fixiert. Geht aber. Halte durch, Felix! Ja, das war nicht letztes Jahr, das war schon ein bisschen länger her. Das war noch vor dem Rote Edition Nuzlocke, ne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das schon länger her. Dann wäre das 2015 gewesen. Okay. Felix wird es schon schaffen. Wir werden einen Weg finden, ihn zu retten. Und da ist er tot. Scheiße, ich habe mich vertan. Nein, Felix. Oh, da ist er ja wieder. Das reicht nicht. Wir sollten Psy-Energie einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe alle meine Kräfte verbraucht. Wie steht's bei dir, Kyle? Mit dir, Kyle. Ist auch egal. Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Bing! War das nicht der Nintendo-Sound? Wenn du den Gameboy anmachst? Wir müssen Hilfe holen. No shit, Sherlock. Ob Felix noch durchhält, bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft? Es gibt nichts, was wir hier für ihn tun können, oder? Geht und hofft, holt Hilfe, aber so schnell wie möglich. Nimm ich überhaupt auf? Ja, glaub schon. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du wirst doch Hilfe holen, oder? Der Bruder zählt auf dich, Jenna. Also gut, lass es gehen. Ich gehe nach Norden, du gehst in Richtung des Dorfplatzes, ja? Sofort, ich suche nach jedem, der noch Psy-Energie in sich hat, ja? Isaac! Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Ja. Ich muss Hilfe holen, bevor Felix ertrinkt. Würdet ihr beide mir wohl helfen? Ja. Jenna ist zum Dorfplatz gelaufen, um Hilfe zu holen. Ihr solltet ihr folgen. Dann machen wir dies. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich das Spiel mit 60 Frames aufnehme. Ich weiß nicht, ob es 60 FPS hat, das Spiel selber, aber der Gameboy Player, also bei späteren GameCube-Spielen, eigentlich bei jedem GameCube-Spiel, kann man gucken, kann man das in 60 Hertz einstellen, also 60 FPS. Und stirbst du mit One Hit? Nein. Man kann es in 60 FPS einstellen. Und spätere Gamecube-Spiele, wie zum Beispiel auch der Game Boy Player, machen das automatisch. Direkt am Anfang kann man sagen, 60 Hertz oder nicht. Ich habe es mal auf 60 Hertz gestellt, also 60 FPS. Ob das Spiel das selber unterstützt, das weiß ich nicht. Aber ich habe es jetzt mal so eingestellt. Also, ich muss mal so ein Kraut nehmen. Oder, ich weiß nicht mehr, werden wir... Ja, so seht ihr, es ist ein bisschen abgeschnitten. Aber ihr seht, ich benutze wirklich den Game Boy Player und nicht irgendwie einen shitty Emulator mit shitty Grafik. Werden wir geheilt? Falsche Taste. Wenn wir laufen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass unsere PP hergestellt wird. Also unsere Psy-Energie-Punkte, aber ob wir geheilt werden, das weiß ich gerade nicht. Ja, Felix braucht Hilfe, aber ist mir egal. Ich loote erstmal, was ich kann. Beziehungsweise ich loote nichts, sondern ich gucke nur hier rein. Weil das ist mir zu doof, immer sich richtig hinzustellen und dann... Okay, hier kann ich nicht rein. Es ist mir zu doof, sich richtig hinzustellen. Und dann A zu drücken, weil wenn ich normal A drücke, dann kommt das Menü. Ist hier was drinne? Ja. Ist, glaube ich, auch erstmal egal, weil... Ja, ich sag's mal so, gleich gibt's einen Zeitsprung. Und dann ist auch alles, was wir hier machen, eigentlich egal. Wir haben dann neue Ausrüstung, wir haben neue... Ein anderes Level haben wir dann. Und. Deswegen ist es total wurstig, Wurst, was wir jetzt hier finden, glaube ich. Wenn wir überhaupt was finden können. Waffenkiste. Oder Waffenfass. Kann aber nichts finden, außer die drei Schwerter, die da drin stecken, oder was. Die... nicht nehmen kann. Jenna ist da entlang gegangen.